Ah, da bist du ja. Wir haben einen schlechten Tag erwischt, um hierher zu kommen. Meinst du nicht? Der Nexolot und Aufseher Jack sind beide hier. Wusstest du, dass sie vorhaben, in Grundas Kammer einzubrechen? Ich sehe wirklich keinen Grund, dieses riesige Haufen Knochen wieder zu beleben. Aber das ist der Befehl des Nexolot. Bist du sicher, dass ich deine Roboter reparieren soll? Wir können es auch an einem anderen Tag machen. Ja. Okay, okay. Halt nur deinen Mund und fass ihn nicht an. Jeder ist damit beschäftigt, besonders hart zu arbeiten. Deshalb denke ich nicht, dass sie dich bemerken. Nicht. Grunda von der Erde war einer der sieben kraftvollen Generäle, die die Menschheit vor tausenden von Jahren bekämpft haben. Nachdem der legendäre Held Ulsa Krona besiegt hat, haben die Menschen versucht, ihn in diesem massiven Gefängnis zu begraben. Sie hatten Angst, dass Krona jemals wieder zurück ins Leben kommt. Verstehst du? Und jetzt versucht er nicht sogar genau das. Niemand weiß wirklich warum, aber wir haben keine Chance, außer unseren Aufseher zu gehorchen. Egal, lass uns nach meinem Werkzeugkasten Ausschau halten. Er kann nicht weit sein. Weit weg sein. Halt Ausschau nach wilden Nexomon hier. Aus irgendeinem Grund sind die Nexomon in der Nähe der Kammer wirklich aggressiv. Ein super Trank. Die dazu werden auch immer besser. Arbeit. Arbeit. Kacke. Hi. Eigentlich müsste ich die fangen. Okay, die Attacke ist wirklich sehr hart. Arbeit. Ich mag diesen Gecko. Man kriegt ja keine XP, aber dennoch. Wollte gerade sagen, wenn nichts Neues kommt, ist. Wie war nochmal Flug auf Spa? Egal, ich habe meinen kleinen Sündenbock. Ich jetzt mal vor
ist das der Tod. Schnuffig. Ich glaube, du bist Wasser unterwegs. Yes. Perfekt. Das Jahr gedauert, diesen riesigen Platz zu räumen. Was liegt am Ende? Ein Nexomon, was mich wieder nervt. Also ich sage das auch, weil... ich halt, ja... irgendwie... mein Wolf heilen möchte. Dafür brauche ich nächste Mal, die nicht neu sind. Warte mal, ich werde mal kurz mal hier ein bisschen... Glühen. Was? Was? Come on.
Und? Hast du gehört? Sie haben gerade eine Kammer voller Lava gefunden. Das wird absurd. Der Nexolot ist verrückt. Alles klar. Lass uns schauen. Der Schall ist nicht ernst. Das ist ein gut konstruierter Roboter. Einige Verbesserungen hier und da, dann sollte es gehen, denke ich. Bitte iss mich nicht. Das ist das Kind stattdessen. Hallo ihr. Das ist etwas unangenehm. Wo sind wir? Feuer! Wow, was war das? Sie müssen in Grundas Kammer eingebrochen sein. Was? Hör zu, Buddy. Du musst diesen Ort sofort verlassen. Ich muss den anderen Mitarbeitern helfen, in die Kammer zu kommen. Jack wird verrückt, wenn er erfährt, dass ich herumbummele. Ich sehe dich. Bis später, alles klar? Also, das ist der Ort, an dem Grunda begraben ist. Hm? Wo sind die anderen? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Wir müssen sie wirklich finden. Das ist nicht gut. Der Nexolot muss gerade dabei sein, Grunda wieder zu beleben. Wir haben keine Wahl. Wir müssen gehen und den Nexolot selbst aufhalten. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn er Grunda wiederbelebt, gibt es 5 Champions, um die wir uns Sorgen machen müssen. Wenn dieses Experiment funktioniert, entscheidet sich der Nexolot vielleicht um die Grüne Seesis wieder zu beleben. Ich kann eine gewaltige Energiesignatur tief in der Mine spüren. Jetzt oder nie? Oh, chill. F. Okay, Gründer von der Erde. Was haben wir von der Erde gelernt? Das Hassflug. Soweit ich weiß. Aber ich will speichern. Oh, come on. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür. Okay, dann werde ich mal ihn ein bisschen trainieren. Ich kann das nicht mehr tun. Ich muss weglaufen. Es interessiert mich nicht, ob Aufseher Jack es herausfindet. Krabbe.
Da entwickelte sich. Und? Okay. Skazarina. Okay. Kann sich das noch weiterentwickeln? Das war eigentlich recht früh. Da. Nö. Hi! Schon mal das kaputt gemacht. Aua! Bleib weg, Kind. Ich bin hier beschäftigt. Arbeiter. Oh, ein bisschen faster. Fast geschafft. Hey, da bist du ja. Ich hab dich sogar irgendwie gesucht. Ja, du darfst es schützen. Kein Problem. Ich will ihn fangen. Slow down. Nee, nee, keine Lust. Bleib lieber drin. Auf! Auf! Das ist das. Ah, böse. Sie ist da! Wo war sie die ganze Zeit? Jack hat sie gefunden. Und das Ding hat mich gewonnen. Ich will eigentlich nicht meine guten benutzen sogar. Weil das Ding zwingt mich ja. Ja. Okay, das sieht auf jeden Fall nach einem Kampf aus. Hashtag.
Zum letzten Mal verschwindet von meiner Schriftstelle. Nein! Was zur Hölle ist dein Problem? Das ist mein Traum. Ich werde nicht gehen. Du willst mich doch verarschen. Oh mein Gott. Noch ein Kind. Was zur Hölle geht hier vor? Verschwinde von der Schriftstelle. Ich habe keine Zeit, mich mit euch herumzuschlagen. Irgendjemand muss jetzt hierher kommen. Minion. Ja, Aufseher Jack, Sir. Mach dich selbstnützig und schmeiß diese Kinder raus. Aus meiner Schriftstelle. Ich will niemanden in der Nähe von Grunas Kammer haben, verstanden? Ja, Sir. Hab ich bis jetzt alle Minion schon bekämpft? Das hat Damage gemacht. Ist egal, Katze. Was? War deine Sekunde? Du bist es! Ich muss den Exolot sofort lernen! Okay, keine Stimme, aber ich denke mal, es ist Pendrio. Nein, nein, wirst du nicht. Oh! Okay! Das ist Remus. Es scheint, als wären wir durch das Schicksal wieder vereint. Hallo nochmal, mein Freund. In der Tat, der Nexolot wird bald in die heilige Kammer von Grunda eindringen. Es ist unsere Chance, ihn zu besiegen. Für jetzt und für immer. Was tust du hier, Dena? Ich bin ein Abenteurer. Ich kann nicht helfen. Kein namenhafter Abenteurer würde jemals die Chance aufschlagen, Grunda selbst zu sehen. Du verstehst schon, dass das nahezu die schlechteste Zeit ist, diesen Ort zu besuchen, richtig? Wir haben keine Zeit, das Mädchen in Sicherheit zu bringen. Vielleicht sollte sie mit uns kommen und den nächsten Ort treffen. Was? Warum kostet ihr? Die Zeit ist entscheidend. Wir können hier nicht länger bleiben. Ich werde mit euch kommen. Aufseher Hilda sagt, die Jungs seid unaufhaltbar. Also habe ich nichts zu befürchten. Sie sollte irgendwas anderes sagen. Dann lass uns gehen. Es ist immer noch ein langer Weg zu Grunders Kammer und dem Nexus. Noch Hitchens ausschalten. Und noch Wege. F! Wenn man Gimini, also die Schenke nicht gefunden hat, oder jemand trainiert hat, hat man hier die Möglichkeit. Aber nein, tschüss. Mein
stark ist Nexomon unter diesen Ruinen begraben? Der Nexolot wird seine Kraft wiederbeleben. Was wird dann passieren? Stimmt. Unsere Stadt wurde dafür zerstört, diese dummen Ruinlinge unter unseren Füßen. Das sollte es besser wert sein. Für euch bestimmt nicht. Für den Exolot bestimmt ja. Ein Erfolg. Ah! Weg! Oh ja, dieser Beat. So, so, so. Schaut an, wer sich endlich entschieden hat, rüberzukommen. Und hier dachte ich, ich würde selbst mit dem Nexolot kaufen. So unwahrscheinlich ist es auch. So unwahrscheinlich es auch scheint. Araqua von der Ozeanen. Ist es nicht gelungen, das Schiff mit uns allen drauf zu versenken. Ich schätze, der Champion des Wassers ist nicht so mächtig, wie sie scheint. Sie kann noch nicht einmal Volleyball spielen. Das mit Volleyball wird die Rechte hart aufgezogen. Die Minenarbeiter haben dieses kleine Champ zum Ausruhen benutzt. Also Camp zum Aus... Nochmal. Die Minenarbeiter haben dieses kleine Camp zum Ausruhen benutzt. Wenn die Heilung oder Vorräte brauchst, ist jetzt der Moment, um sie zu besorgen. Grunders Kammer ist sehr nah, so wie auch der Nexolot. Hey, wo ist der Dieb Willi? Jetzt vermutlich auf dem Weg zu seinem Versteck. Dieser Feigling, wenn ich mit diesem Nexolot fertig bin, ist er der Nächste. Bereiten wir uns besser davor, mit dem Nexolot und dem Aufseher zu kämpfen. Nein, die Musik ist doof. Ah! Also liegt der allmächtige Grund irgendwo hier in der Gegend? Es gibt keinen Weg, wie wir dieses Monster hochheben können. Nichts sieht gut aus. Wir müssen alles evakuieren, sobald wir hier fertig sind. Der Nexolot ist mit auf sehr Deck dort unten. Man kann sagen, dass jeder nervös ist. Okay, ich werde falsch geschützt mit dem. Das ist nicht gut. Und noch einmal Axtan. Das ist gar nicht gut. Was macht dein Kind hier? Verschwinde jetzt. Look, du kannst die Hitze fühlen, die aus der Lavakammer kommt. Die Nexomon sind auch wirklich aggressiv dort unten. Die sind überall aggressiv. Yay. Es wurde was von Vorräten gesagt. Schön nur heilen. Was stimmt nicht?
gedacht. Wenn haben den Grund 10 Kinder hatte, warum will der Nexolot nur 5 von ihnen wieder auferstehen lassen? Olsas Abenteuer war teuer waren niemals gut dokumentiert. Niemand kennt die Grabstätten der anderen Peine generell. Aber das zählt auch nicht. 5 sollten im Moment wohl genug sein. Lass uns an den 4 dranbleiben. Okay, beeilen wir uns. Es geht definitiv noch weiter. Und das ist definitiv ein Nut, was mir noch mehr Angst macht. Grundas Kammer. Falsch an, sag ich, Idiot. Die Sequenz. Okay, jetzt wird's hier richtig schrecklich. Danke, das wird so süß in Grundas Kammer. Spürst du das nicht? Verschwinde hier, solange du noch kannst. Oh Gott. Ich muss weiter. Ich hab einfach voll Angst. Voll Angst, damit ich hier irgendwie. So, fuck. Shit. Lass uns Grundas Kammer gehen. Als wir uns Grundas Kammer nähert genährt haben, ist irgendwas mit meinem nächsten Mal passiert. Sie haben sich alle gegen mich gewandt. Was geht hier vor? Oh. Das ist geil. Der große Kopf. Kümmer dich gar nicht darum, Kind. Es ist ja sowieso zu spät. Der Plan des Vaters. Onika wurde bereits Jahrhunderte bevor ihr geboren wurde in Gang gesetzt. Ich bin hier, um mir meine Revanche zu holen. Feierjunge! Wer zur Hölle bist du? Du Kleiner! Hüte dich vor seiner Verwandlung. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir ihn schlagen. Ihr Idioten, habt euch das Recht nicht verdient, gegen meine wahre Form zu kämpfen. Hört zu, Kind. Ich will eine Revanche für das setzen. Ich möchte deine merkwürdige Nexomon-Sklave noch einmal sehen. Du denkst, wir lassen das Kind dich alleine bekämpfen? Wenn ich noch einmal verliere, lasse ich euch in Grundas Kammer. Sollen wir ihnen das glauben? Ihr lügt nicht. Hör mich zu. Ich habe auf euren Fortschritt gedacht, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Ihr habt alles, was ihr braucht, um Feinde zu überwältigen. Hab keine Angst. Lass mich nicht warten, oder ich werde diesen ganzen Ort zerstören. Er ist kein Wunder verwandelt. Fängt an mit Feuer. Oh, das sieht doch cool aus. Ohne. Aha. Sie ist mir noch eine Mitte schießen. Kannst gern machen. Ich glaube, er fühlt sich an.
Ja, du willst mich voll verkuppeln, oder? Geht nicht mehr. Miau. Irgendwie habe ich sogar damit gerechnet. Mein Kätzchen ist zwar noch schwach, aber es wirkt. Sieh mal, Benedikt, das ist mein Kätzchen. Ja, ich habe meinen Reh verloren. Wie ich vermutet habe. So, lässt du uns nun rein oder nicht? Wie du willst. Es interessiert mich nicht mehr, aber sei dir deiner Sache bewusst. Du kannst gegen den Exolot nicht gewinnen. Liegt es an mir oder versucht er nicht einmal... Oder er nicht einmal und... aufzuhalten, uns aufzuhalten. Das ist etwas, das wir uns zu einer anderen Zeit fragen können. Aber jetzt müssen wir zuerst den Nexolord konfrontieren und Kundas Wiederbelebung aufhalten. Ich habe keine Ahnung, deshalb versuche ich neutral zu machen. Was ist mit all dieser Unruhe? Fenrir, bist du da? Oh, das ist er. Hätte ich mir auch denken können. Was machst du hier? Wo ist Fenrir? Hallo, Jack. Es ist eine Weile her. Warte mal. Hallo, Jack. Es ist eine Weile her. Wir sind gekommen, um Kundas Wiederbelebung aufzuhalten. Was? Verschwindet! Verschwindet jetzt! Du kannst uns nicht besiegen, Kumpel. Du lässt uns jetzt besser in die Kammer. Bist du taub? Ihr Idioten habt keine Idee, was hier vor sich geht. Zum letzten Mal. Geh weg und komm nie wieder. Oh, Kicke. Da steht sogar Nexolord. Ah. Lasst sie rein, Jack. Wunder wird sich sehr freuen, sie zu sehen. Ork. Oh, ich hab gut was gedreht, sehe ich gerade. Ihr Jungs, wir haben das alles bereut. Ich will, dass du weißt, dass das alles dein Fehler ist. Wovon redest du überhaupt? Dieser Typ hat sich wirklich verrückt. Lass uns weitermachen. Der Nexolord erwartet uns in der Kammer vorne. Aber das werde ich dann eher nicht mehr sehen, weil, ja. Wie soll ich sagen? Ich werde jetzt mal einfach einen Cut machen. Ich habe genug gedreht. Ich könnte zwar noch etwas, aber ich habe mehr Angst um meine Platte. Und es ist mehr gruselig, keine Musik zu haben. Und ja. Ich werde noch heimgehen und bis dieser Stelle hier wieder herlaufen. Also damit man hier wieder startet. Und wenn es nicht geht, habe ich mir die Dinge aufgefüllt.
Auf jeden Fall, mein Reh ist tot! Mein Reh ist tot! Na dann, man sieht sich für den nächsten Part.